Ich suche Paco. Paco? Hier gibt's keinen verdammten Paco. Verpiss dich! Sind Sie absolut sicher? Er ist im Büro. Da, die Treppe hoch. Oh, wir sind anscheinend kurz nach ihm da. Okay. Oh. Du bist es. Nach ihr da? Und mit wem redet er da? Eine verrückte Nutte war heute hier und hat nach der Wohnung in der Marble Street gefragt. Ich weiß nicht, was du da treibst. Ist auch egal. Das ist er. Das ist John Shepard. Es fällt langsam auf. Das ist John Shepard. Der hat die Wohnung gekauft. Hör zu. Ich weiß, du hast mich vor dem Knast gerettet. Aber die Nutte hat mich fast gekillt. Ich hab gemacht, was du wolltest. Ich glaube, wir beide sind jetzt quitt, hä? Hey. Ach du Kacke, er hat eine Waffe. Scheiß. Nein. Er will die Spuren verwischen. Oh, oh, er will nicht, dass er mehr ausplaudert. Nein. Let's go. Wir müssen ihn retten, Hat er jetzt geschossen oder war es die Tür? Keine Zeit, ich muss Paco finden. In. Hallo, FBI, open up. Wir gehen einfach rein, all in. Er ist da, der Origami-Killer ist da, John Shepard ist da, Junge, geh rein. Ist er tot? Hallo? Ach du Scheiße. Ja, geile Scheiße. Er ist hinter dir. Junge, der Origami-Killer ist hinter dir. Woher wusstest du das? Ich hab's geschafft. Jetzt wird das schon wieder so ein Quicktime-Event hier. Ach du Kacke. Das war nicht gut. Es. Warum muss ich immer boxen? Okay, ich glaube, wir haben jetzt eine Chance rauszufinden, wer der Origami-Killer ist. Das ist nicht Ethan. Ethan ist nicht so breit. Keine Chance, dass das Ethan ist. Oh, natürlich hat er ein Schwert. Yo! Oh! Holy fuck, ich glaube, ich kann hier echt sterben. Ach du Kacke. Oh nein, das ist... Das ist dezent anstrengend, wenn man weiß, dass der Charakter sterben kann. Oh. Ich bin Kacke. Bitte überleb. Kann ich noch irgendwas machen, oder? Hallo? Steh auf, Junge! Ich kann's nicht schneller drücken! Ich hab schnell genug gedrückt, ich schwör's. Er wollte doch gerade gehen! Tu so, als wärst du tot! Es hat schon einmal geklappt mit Madison. Scheiße. Hab ich jetzt irgendwas hardcore verkackt? Bitte lass mich nicht irgendwas hardcore verkackt haben. Bitte. Hätte ich jetzt alle Quicktime-Events geschafft, hätten wir jetzt nun rausgefunden, wer das war. Du hast deine Brille vergessen. Immerhin leben wir noch. Scheiße, er ist weg. Das war er. Kannte Paco den Typen, der ihn besucht hat? Sorry, aber auf dem Ohr bin ich taub. Hören Sie zu, Arschloch, denn ich habe verdammt nochmal keine Zeit zum Übersetzen. Kannte Paco den Typ? Ja oder nein? John. Er sagte, er heißt John. Konnte immer gleich hoch. Ah, verdammte Kacke, wir gehen wieder rein. Ich denke nicht, dass wir den Typen finden, der ist jetzt auf und davon. Wir müssen uns aber unsere Brille wiederholen, weil die liegt da noch auf dem Boden rum. Fazit. Scheiße, eine Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Shit. Und dir wird der Mord angehängt. Wetten wir, dass ihm der Mord angehängt wird? Ein toter Verdächtiger. Jemand versucht, mich umzubringen. Klingt nach der richtigen Spur. Ach, herrje. Gut, wir setzen aber erstmal hier die Brille auf. Vielleicht finden wir ja irgendwas Spannendes. Okay, ich will gar nicht wissen, was hier alles ist. Madison Page.
Was wollte eine Journalistin hier? Oh je, jetzt ermitteln wir gegen unsere eigenen Protagonisten. Wie schön. Orchideenduftstoff. Der beschissene Origami-Killer. Oh, jetzt hast du aber hier die Adjektive rausgekramt. Ich würde gerne weitersehen, was hier noch so ist. Paco Mendez war kein Heiliger. Sein Vorstrafenregister ist so dick wie ein Telefonbuch. Hey je. Irgendetwas hat der Killer gesucht. Weiß nicht, ob er wirklich irgendwas gesucht hat, also, Paco kannte den Mörder. Deswegen musste er sterben. Geht denn hier diese Duftspur hin, sag mal? Ah, da unten ist noch was aufgeploppt. Was ist wieder das? Wieder Madison Page. Sie könnte eine Zeugin sein. Also wenn du dich mit Madison Page zusammentust, dann habt ihr schon einiges erreicht, würde ich mal schätzen. Was ist da? Oh, das ist seine Waffe, ne? Ja, das ist seine Waffe. Also ich dachte eigentlich die von Paco, aber er nimmt sich die erstmal mit. Okay. Oder es war wirklich seine. Ich will gar nicht wissen, was hier auf der Couch rumklebt. Da sind Madisons Fingerabdrücke drauf. Oh. Hast du da nichts zu sagen, oder? Von mir aus? Okay, ich denke, wir haben hier alle Spuren soweit gefunden. Ah, nee, da ist noch was. Seine Jackentasche. Ich habe sie beim Kampf abgerissen. Zwei Belege von derselben Tankstelle. Interessant. Oh, wir können vielleicht mit dem Geodingsbums jetzt endlich mal den Kreis etwas einengen. Hier den verdächtigen Kreis, was zur Hölle ist. Hier alles. Kaliber 45. Halbautomatik. Das ist Madisons Waffe. Ist aber nicht zu ihr zurückverfolgbar. Okay, immerhin. Was? Nein, ich wollte noch nicht gehen. Hey, ich dachte, da wäre irgendwas. Nein, ich wollte noch nicht gehen. Bitte lass jetzt nicht. Okay, gut, ich kann nicht wieder rein. Bitte lass mich wieder rein. Ich war noch nicht fertig. Gut. Ich will, wenn, dann alles holen. Absolut alles will ich hier wissen. So, wir setzen das Ding nochmal auf. Zack, zack. Da kommt schon wieder die Gülle hoch. Okay, was haben wir hier? Eine Patronenkugel? Kaliber 45. Okay, was haben wir dort? Ja, da ist ein paar Fingerabdrücke drauf. Das ist ja jetzt nicht ganz so spannend. Ja, Manager of Blue Lagoon Nightclub. Ja, Criminal Record, bla bla bla. Ist jetzt alles hier so, meh. Scheint das hier aber auch wirklich gewesen zu sein. Ne, hier kommen wir ja nur raus, obwohl an der Türklinke sind Fingerabdrücke, das sehe ich, aber da will er ja nur rausgehen. Ne, ich denke, das war's tatsächlich. Setz das Ding mal wieder ab. Oh, da liegt ein Schwertchen auf dem Boden. Damit irgendwas machen? Ne, das hat der Killer ja nur angefasst, aber der hatte Handschuhe an. Das heißt, das bringt uns, glaube ich, eigentlich auch nichts. Ich schaue nochmal ganz kurz, ob ich das Schwert vielleicht angucken kann. Eventuell. Nee, angucken kann ich tatsächlich nicht. Okay, schade drum. Gut, dann hätten wir das auch, glaube ich, alles geschafft. Kann ich jetzt hier zufällig die Fingerabdrücke angucken? Nein, er möchte nur rausgehen. Okay, gut. Alles klärchen. Sag mal, läuft eigentlich der Origami-Killer immer komplett vermummt rum, falls er irgendwie angegriffen wird oder falls ihm ja auf die Schliche kommt? Da muss er ziemlich anstrengend sein, die ganze Zeit so vermummt rumzulaufen. Was macht er denn im Sommer? Ah, verdammte Kacke. Ich zittere und mir bricht der kalte Schweiß raus. Oh nein. Ich muss schnell zurück ins Hotel. Ach du Kacke. Es war zu dunkel. Alles ging zu schnell. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Ah, da scheint nichts zu sein. Schade drum. Okay, nachdenken. Ja. Ich muss weg und über alles nachdenken. Auf jeden Fall. Du warst so nah dran, den Origami-Killer zu schnappen. Und ich bin mir sicher, dass nicht ihn beschäftigt, mir den Arsch aufreißen zu lassen. Schmerz? Ich werde noch zum Pflegefall, wenn das so weitergeht. Der Wichser hat mir fast das Genick gebrochen. Es tut mir leid. Sorry, ich, ich versuche nächstes Mal mehr Quick-Damage zu treffen. Hinterlassen haben. Ja, ich habe schon alles durchsucht, gar kein Problem. Wie komme ich hier raus, bitte? Ich weiß nicht, wo ich rauskomme. Oh, geht's da hinten raus? Das sieht gut aus, oder? Ja, da hinten geht's zumindest irgendwo hin. Och, komm, geh da raus, bevor du hier komplett wieder deine Drogen nehmen musst. Mann, Leute!
Außerdem, übrigens, Jason, wie auch immer du heißt, du musst mal hier ein bisschen die Tanzmoves anwenden, dann kommst du hier besser durch. So ein bisschen tanzen, so kommt man durch eine Menschenmenge. Weißt du doch, so ein bisschen den Disco-Man machen. Okay, und er sagt kein Bescheid, dass Paco tot ist oder sowas. Nö, der ist ein guter FBI-Agent, der ist... Oh, warum auch nicht? Warum auch die mal Bescheid sagen? Man kann ja auch einfach rausgehen, weißt du? So. Weißt du, wenn man Spuren von dir da findet, die man auf jeden Fall finden wird? Ach, Ethan. Ach, moin. Ach, ja. Was geht, Ethan? Was machen Sachen? Was ist jetzt eigentlich deine nächste Prüfung? Wissen wir das schon? Ich meine, du hast jetzt bei deiner letzten Prüfung hast du ja sein Leben gerettet von diesem anderen Typen, was ich denke immer noch der richtige Move war. Ethan sollte nicht zum Killer werden. Er hat bis jetzt noch nichts gemacht, was ihn irgendwie strafbar macht. Also ich meine, er ist gegen eine Autobahnrichtung gefahren und sowas, aber er hat jetzt keinen aktiv getötet. Das sollten wir auch so beibehalten, finde ich. Sollten wir so beibehalten. Vielleicht war es echt die richtige Entscheidung, da nicht das zu tun. Auch wenn er relativ fertig aussieht. Oh, Madison. Ethan, ist alles okay? Ich konnte es nicht. Ich sollte ihn töten, um Sean zu retten. Und ich konnte nicht. Sie sind nicht der Origami-Killer. Sie haben diese Morde nicht auf dem Gewissen. Ich kann es beweisen. Das ändert gar nichts. Es zählt nur noch, Sean zu retten. Dann hör auf zu weinen und tu was! Das meinte ich nicht mit etwas tun. Also, ich meine, sie scheint ja eine nette Dame. Also, ach komm, küsst du. Was soll der Lachs? Ich will euch jetzt da nicht im Wege stehen, aber bitte küsst euch richtig. Das wäre unglaublich romantischer, wenn ihr die Animation richtig hinbekommen hättet, aber... Ja, so sieht das eher aus wie gewollt und nicht gekonnt. Da, da geht noch was. Komm, alle guten Dinge sind drei. Ihr müsst aber schon noch den Sohn retten, ne? Also, Sean, du weißt schon, dass, also, ihr müsst da schon noch... Ihr müsst da jemanden retten, der... Dein Sohn, Ethan. Dein Sohn, der ertrinkt gerade. Lagst nicht gerade noch heulend in der Ecke, weil dein Sohn ertrinkt? Warum hast du jetzt dafür Zeit? Warum mache ich da mit? Könnt ihr bitte etwas leiser sein? Ich versuche hier, mich zu konzentrieren. Ja, Leute, ich will ja nicht nerven oder so. Aber dein Sohn ertrinkt und ihr macht da Dinge, die ich eventuell später zensieren muss. Da haben wir beide nichts von. Ich muss sowas von zensieren. Ich muss hundertprozentig zensieren. Bislang ist noch grünes Licht, aber... ja, ich drücke jetzt auf mal E und dann Q. Bitte lass mich nicht zensieren. Bitte. Bitte und rette deinen Sohn! Wie wär's mal damit? Du hast so viele Adressen. Also hast du zumindest schon so viele Buchstaben von dieser Adresse. So viele kann es doch gar nicht hier geben in der Nähe. Kannst du nicht einfach irgendwie da mal irgendwas weiterleiten? Bitte? Und ich muss zensieren. Vielen Dank dafür. Leute, da ist ein Bett neben euch. Das wisst ihr aber, oder? Da ist ein Bett. Da könnt ihr euch drauflegen. Dafür sind Betten da. Ja, ich meine, Boden ist ja fast genauso bequem. Wofür die Zeit haben? Ich verstehe es nicht. 6,5 Stunden später. Geht doch aufs Bett! Eine Ewigkeit später. Oh, ist es endlich vorbei. Danke. Ja, wahrscheinlich zieht ihr euch danach wieder an, wie jeder normale Mensch, oder? Ach. Hast du es jetzt endlich auch mal begriffen? Deinen Sohn zu retten? War es das wert, Sean? Ethan? Was auch immer? War es das wert?
Merkst du jetzt selber, dass das vielleicht jetzt nicht so die super Idee war? Oh, scheiße. Da wird schon nicht das Genick brechen, wenn wir die Hand da schnell wegziehen. Kommt jetzt die Realisierung, dass es vielleicht nicht so die super Idee war? Zeit. Ich habe schon zu viel Zeit verschwendet. Ich muss die letzte Prüfung schaffen. No shit, dann zieh dir erstmal deine Buchse an. Ja, die pennt, alles easy, die pennt. Die pennt, ihr habt ja beide keine Eile, ne? Ihr müsst ja niemanden retten oder so. Niemand ertrinkt, wenn es mehr regnet und es regnet immer noch. Ihr habt alle Zeit der Welt. Ne, lasst dir Zeit. Die Folge muss in 30 Minuten online sein übrigens. Also lasst dir Zeit, Ethan, ne? Ich hab da gar keinen Stress. Muss übrigens ehrlich online sein. Heute ist der 22. und die Folge kommt heute am 22. online und es ist 16.30 Uhr momentan. Das wird eng. Das wird eng. So, wir gucken uns das Kästchen an. Wir müssen die letzte, das ist ja die letzte Figur, ne? Was müssen wir tun? Was müssen wir tun? Was müssen wir tun? Die letzten Buchstaben. 961 Rainbow Lane. Okay, da müssen wir anscheinend hin, Madison. Sie ist der einzige Mensch, dem ich vertrauen kann. Aber den nächsten Schritt muss ich alleine machen. Das sehe ich nicht unbedingt so. Sie schläft noch. Kein Abschied, keine Erklärungen. Ich gehe, bevor sie aufwacht. Ja, also es gibt... vielleicht sollst du ihr doch Bescheid sagen, weil sie ist ja auch für dich. Da. Ist das... Das war ihre Jacke, ne? Ich dachte, das wäre deine Jacke. Das ist ihr Handy? Du schnüffelst jetzt aber nicht ihre Sachen, oder? Oh. Warum sind da Fotos von dir? Warum hat sie dich beim Schlafen fotografiert? What? Was schreibt sie da? Das war ja klar. Und ich war die ganze Zeit ahnungslos. Ethan, was ist denn los? Ja, genau. Ich hab gedacht, ich bedeute dir was. Hör zu, ich... Was steht denn da? Gut verarztet für eine Scheißreporterin! Ethan, ich wollte es dir ja sagen, aber... Wie sollte der Artikel heißen? Mein Leben mit dem Serienkiller? Nein, ich schnappte den Origami-Killer? Vielleicht schreibst du ein Buch darüber. Ich hoffe wirklich, das war es wert. Ethan, es ist anders als... Wir wollen jetzt mal nicht überreagieren. Madison, du hast die ganze Zeit gelogen. Sie hatten ich nur... Ich dachte, du hilfst mir, aber es ging dir nur um dieses Scheißbuch. Das weißt du doch gar nicht. Jetzt mal ehrlich. Das weißt du doch nicht. Sie hat dir doch geholfen. Also ich sehe jetzt auch nicht, warum sie das nur für das Buch machen sollte. Ich bin Reporter. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? Ich wusste, dass du der Vater des entführten Kindes bist und... ich wollte unbedingt die Story. Aber dann habe ich gesehen, was du durchmachst, um Sean zu retten. Ja! Und ich habe begriffen, wie sehr du ihn liebst. Ich wollte dir die Wahrheit sagen, aber es ging nicht. Ich hatte Angst, dass du... mir vielleicht nicht glaubst. Ich hatte Angst, dass du mich wegschickst. Ich will nur, dass du Sean lebend findest. Und wenn alles vorbei ist, dann will ich bei dir sein. Das glaube ich ihr tatsächlich irgendwie. Abweisen, verzeihen. Wir sind schon allein genug. Komm. Und wir haben etwas überreagiert. Also, ich meine... Es tut mir leid, Ethan. Du hast ja noch nichts Schlimmes es gemacht, tut mir irgendwie. So leid. Du hast ihm ja geholfen. Du hast ihm sogar das Leben gerettet, denke ich mal, mit deinen Verarztungen. Übrigens, die Folge kommt erst morgen online. Fällt mir gerade auf. Nicht wahr? Ich habe schon eine hier voraufgenommen. Ich habe es schon wieder vergessen. Das ist eine Origami-Figur. Ich finde Sean mit den letzten Buchstaben. Hell yeah. Sei vorsichtig. Ich will dich nicht verlieren. Ach je. Ich hol was zu essen. Nicht weggehen, ich bin in 10 Minuten zurück.
Nein, warum willst du jetzt was zu essen holen? Findet die letzten Buchstaben jetzt zusammen. Der Typ geht doch gleich sowieso alleine. Oh. Wie kann man denn so blöd sein? Bedauern, Hilfe, verliebt. Ich glaube, ich verliebe mich langsam. Das ist gut, aber rettet erstmal schon. Ich muss seinen Sohn finden. Und ich weiß auch schon, wo wir anfangen. Ja, nicht in der nächsten Dönerbude. Also wie wär's, wenn du nicht was zu essen holst? Ah. Wir finden seinen Sohn und beweisen seine Unschuld. Ja. Ich kann ihm helfen. Ja, aber nicht, indem du jetzt Essen holst. Ja, du kannst ihm helfen. Aber nicht, indem du jetzt was zu essen holst. Aber ich kann ja nichts anderes machen. So. Dauern. Ich hatte solche Angst, dass er mir nicht glaubt. Falsch gedacht. Nein. Wir glauben dir. Ich hätte alles früher zugeben sollen. Ja, hättest du. Wo ist denn dein Moped? Fährst du jetzt irgendwo hin? Willst du irgendwo hinfahren? Oh, scheiße, da ist die Polizei. Oh. Oh, nein. Was machen wir jetzt? Müssen wir uns verstecken? Müssen wir hingehen? Nee, die suchen ja nicht uns anscheinend, ne? Ach ja, super, da ist Blake. Ja, Freundchen, wie schön. Die suchen Ethan. Wird mal ein Überraschungsangriff. Scheiße. Okay, ich würde sagen, wie wir ihn retten, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Die versuchen jetzt Ethan zu schnappen. Scheiße. Wie das weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Tüdelü.